Stimmungsvolle Untermalung durch das Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck bei der Auszeichnung von Bayerns erfolgreichsten Schulsportmannschaften des vergangenen Jahres. Die Schwimmerauswahl des Isar-Gymnasiums München ist durch ihren Sieg beim Rhein-Main-Donau-Schulcup eine dieser Top-Mannschaften. Ja, schon. Also es ist was. Wir waren noch nie hier, deswegen ist es jetzt zum ersten Mal. Sonst waren wir immer im alten Rathaus in der normalen Sportlehrung. Das ist schon was Cooles, ja. Die Ehrung im Kaisersaal der Residenz übernimmt mit dem Ex-Triathlon-Weltmeister Faris Al-Sultan eine echte Münchner Sportlegende. Zusammen mit Kultusminister Michael Piazzolo. Der Minister hat die Auszeichnung der besten bayerischen Sportschulmannschaften wiederbelebt. Man ist immer wieder erstaunt, was für Leistungen hervorgebracht werden von jungen Menschen, welchen Spaß sie dabei haben, welche Professionalität. Und das Ganze natürlich unterstützt durch unsere Lehrerinnen und Lehrer und auch durch die Sportverbände. Insgesamt 24 Schulmannschaften werden geehrt. Das Gymnasium München Nord holt mit seiner Hockeymannschaft den Sieg beim Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Für sie und die Schwimmer des Isar-Gymnasiums ist die Auszeichnung eine Ehre und zusätzlicher Ansporn. Wir sind ja ein Sportgymnasium und wir trainieren ziemlich viel für unseren Sport. Und deswegen ist es sehr schön, dass man halt hier geehrt wird für die Leistung, die man bringt über das ganze Jahr. Mit der Schulsportverdienstmedaille werden 7 Lehrerinnen und Lehrer für ihr besonderes Engagement für den bayerischen Schulsport ausgezeichnet. Darunter die Ingolstädter Schwimmtrainerin Lynn-Christine Tschermin-Knoll. Es bedeutet mir sehr viel, weil es ist auch mal die Anerkennung der Arbeit, die man jetzt über Jahre hinweg bezüglich des Schwimmens auch geleistet hat. Rund 90.000 bayerische Schüler aus fast 9.000 Schulmannschaften haben im vergangenen Jahr an den Bundeswettbewerben teilgenommen. Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ist der weltgrößte Schulsportwettbewerb.